nicht. Schon sind es die Deutschen, Junge. Und dann geht hier der Autokor so los, Alter. Zu alleine von mir aus egal. Ich fahre mit meinem Roller in Berlin, fahre ich hier über die Siegessäule. Ey, ich sag's euch. 180. Es ist wieder die Zeit der kongenialen Duos im Dartsport. Nicht nur am Wochenende, wo in Salzburg der World Cup of Darts das demnächst wieder ausgetragen wird, sondern es ist auch das Comeback des kongenialen Podcast-Duos Lukas Haas und Tim Bange von My Dart File. Sorry, der Esel nennt sich immer zuerst, aber mir ist egal. Ja, wir sind wieder, ich bin wieder back vereint. Hier. Wir sind wieder vereint, zwar beide leicht verschnupft. Auf mich hört man es nicht so. Nee, ich denke nicht. Aber ja, du hast ja in den letzten Wochen so den Laun gemacht, so was, hast dich auch nicht mit Attest entschuldigt, also woran hat es denn gelegen? Also, hat es gelegen, wenn ich das wüsste? Nee, viel unterwegs, viele Termine hier und da. Ja, die Frauen. Ne? Nee, Spaß, also, die Frauen waren es nicht, es waren eher, man sagt, also es ist auch feminin, das Wort, mehr kann ich darüber nicht sagen, es ist eine Mehrzahl. Ja. Und zwar werden das unsere ganzen treuen Zuhörer in den nächsten Wochen auch erfahren, was okay. Da passieren wird bei uns im Shop. Da ist nämlich einiges am Kommen und da war ich dann bis teilweise spät in die Nacht am PC und deswegen musste der Podcast, wurde ich ersetzt. Genau, aber du hast ja wenigstens dann diese zwei anderen Podcast-Episoden auch noch angehört. Wo sonst hätte ich es ja nicht gewusst, wie viel es waren. Okay. Gut, dann... Du meinst also die mit den Kollegen von Let's Play Darts? Mhm. Und dann die mit unserem Praktikum des Jahres. Genau. Er siehst du, top informiert, der Mann. Ja, auf jeden Fall. Hausaufgaben gemacht. Gut, genau. Worum geht's denn heute? Also, ja, genau. Ja, also World Cup of Darts. Ich bin heiß. Ich würde sagen, es kann bald losgehen. Nur ganz kurz die Brücke jetzt zu schlagen. Wie kommt hin von, okay, es ist die Zeit der kongenialen Duos jetzt mit World Cup of Darts. Mhm. Klar, World Cup of Darts oder PDC World Cup auch genannt, ist das erste und einzige Team-Event im Darts-Bereich, was zumindest jetzt im Major-Bereich, im professionellen Dartsport-Bereich. Klar gibt es noch tausende Team-Events in der semi-professionellen und Amateur-Bereich, aber bei der PDC im Profibereich ist das das einzige Team-Event, Team-Turnier. Ja, genau. Also ich glaube, ich bin damals erst auch richtig zum Darts gekommen, nachdem wir beim World Cup of Darts mal hier in Frankfurt das im Fernsehen mitverfolgt hatten damals. My Dart File wurde dann ja auch im Nachfolgejahr auch so um die Zeit gegründet, beziehungsweise da ging es erst richtig los, da habe ich dich noch zum Flyer austeilen vor die Eissporthalle in Frankfurt geschickt. War das dasselbe Jahr oder das Folgejahr? Ah, das weiß ich gar nicht mehr, aber das ist auch egal. Du hast schon ein Jahr verwechselt, aber genau. Du sprichst es an, ich war schon mehrmals vor der Halle und auch in der Halle. Genau, du warst ja auch schon vor Ort, stimmt, fällt mir gerade ein. Du warst nicht vor Ort. Du warst vor Ort. Genau. Ja. Ich war echt vor Ort. Es ist auch ganz geil, man ist schon sehr, sehr groß, man hat oben auch ein bisschen, man kann in Frankfurt damals, müssen wir sagen, in der Frankfurter Halle, das ist ja die Eissporthalle, da kann man auch sonst Eishockey gucken etc. und auch Schlittschuh laufen, ganz schön, ist sehr, sehr groß, man hat einen Außenbereich, das weiß ich, da kann man auch draußen ein bisschen stehen und was trinken, ist echt cool gemacht und ich muss sagen, hat mir sehr gut gefallen, immer in Frankfurt in der Eissporthalle, ist auf jeden Fall etwas, was man empfehlen kann, leider wurde es jetzt ja aus Frankfurt, das ist ja unsere Heimat, verlegt erstmal nach Hamburg. Ja. Er hat auch früher schon stattgefunden in Hamburg, der World Cup of Darts. Mhm. Ist dann nach Frankfurt umgezogen, dann wieder zurück nach Hamburg. Aber dieses Jahr Corona-bedingt wurde es dann eben nicht, oder wird er auch nicht in Hamburg stattfinden, sondern er wird in Salzburg, Österreich stattfinden. Korrekt. Und auch zeitversetzt. Also ich meine, normalerweise haben wir den World Cup of Darts im Juni. Ja, also das war normalerweise immer so das Datum. Jetzt natürlich, klar, wurden ja viele Turniers verschoben bzw. abgesagt. Der World Cup of Darts darf trotzdem noch ausgetragen werden. Ich habe auch, wie gesagt, richtig Bock. Ja, ich finde es auch, also ich finde nach der WM das geilste Turnier. Ja, das macht schon richtig Bock, auch wenn nix da in die PDC Order of Merit einzählt, ist egal. Da geht es einfach drum. Team D, ja. Da geht es wirklich um Nationalitätsstolz. Ja, da geht es um den Patriotismus unter uns. Also da habe ich auch richtig, da bin ich on fire. Und dieses Jahr habe ich auch mal, würde ich sagen, haben wir auch mal ein wettkampfsfähiges Duo da oben auf der Bühne stehen. Ich sage jetzt nichts gegen das alte Duo. Die letzten beiden Jahre war es auch schon gut im Vergleich zu den Anfängen 2010er. Ja, aber ich muss sagen, ich finde trotzdem jetzt, Gabriel Clemens, so der, da haben wir mal einen jetzt da vorne mit, der auch den Max Hopp mal so richtig tatkräftig unterstützt.
wo so. vielleicht sogar der Max Hopp jetzt nicht der bessere Spieler ist, sondern eher der schlechtere. Das hatten wir Genau, vorher nicht. genau. Bei Martin Schindler und Max Hopp hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass der Max Hopp so ein bisschen hoffen musste, dass der Martin Schindler irgendwie durchkommt, so. Und aber man muss trotzdem sagen, die ganz großen Momente hat dann der Schindler meistens gesorgt, weil er als No-Name, ich meine, das war damals seine erste Bühnenerfahrung, er war noch nie auf einer großen Bühne, Ja, das musst du dir ja. vorstellen, vor 2 Jahren. Der hat es auch gut gemacht. Der Underdog. Ja, man muss überlegen, was Deutschland da damals vor 10 Jahren noch ins Rennen geschickt hat, teilweise. Da waren wir sehr, sehr weit weg entfernt von Gut und Böse, das wollte ich schon sagen. Aber da hatten wir dann teilweise, ich glaube, das erste Turnier, ich weiß gar nicht, wann das war, Anfang 2010, glaube ich, Der hat hat auch dann. die Dobromyslova mal mitgespielt. Genau, auch für Russland als Frau, das war schon sehr interessant, aber ich meine, als Deutscher hat da mitgespielt, ich glaube, der Andreas Welke und Ian Arthut, genau. Die haben damals, als er bei der Premiere mitgespielt. André Velge meinst du, Ja, oder? Ja, hab ich doch nicht gehört. du hast Und, Andreas ja, so, sorry. Velge Ja. Und für Österreich hat Mensosowicz und Mike Langdorf gespielt damals. gesehen, ja. Sehr interessant, dass es sozusagen 2010 da losging. Und ja, im Prinzip jetzt stehen da für Deutschland mit Max Hopp und Gabriel Clemens eigentlich zwei Top-32-Spieler. Clemens hat jetzt da indirekt Hopp aus den Top-32 verdrängt. Ich glaube, Hopp ist gerade Aber ich 34, weiß ne? nicht genau, wie es ist. Jetzt fallen so viele Turniere wieder raus, die vor einem Jahr dann zu dem Zeitpunkt stattgefunden haben. Ja. Deswegen kann ich gar nicht sagen, wie es in 2 Tagen ist. Vielleicht war da genau vor einem Jahr wieder irgendein Player-Championship-Event und dann während dem Turnier ändert sich die Rangliste. Das ist ja dieses Jahr ein bisschen schwierig, weil die Turniere halt einfach zeitversetzt im Vergleich zum letzten Jahr stattfinden und manche Turniere gar nicht stattfinden. Ja. Das heißt, diese PDC Order of Merit ist aktuell sehr schwer vorherzusagen. Was man da sagen kann, ist, dass wir, wenn beide ihre Darts oder ihr bestes Darts spielen oder ihr normales Darts Spiel auch spielen, dass beide Top 32 für mich sind. Und das hatten wir halt vorher noch nie. Ja, also quasi da ist nicht Beste Team mit so, Abstand. genau, da ist nicht so die riesige Differenz zwischen den verschiedenen Plätzen. Nee, gab vielleicht auch mal zwei Top 2 hatten, die gerade bei der 100 gekratzt haben. Gut, kann auch sein. Da war dann die Differenz vielleicht auch nicht so groß, aber Ja. halt mit einer geringen Qualität. Ja. Jetzt haben wir halt eine gute Qualität und auch eine gute Qualitätsdichte. Ja. Deswegen, ich habe schon die Hoffnung, dass da was gehen kann, Ja. bis ich dann die Auslosung gesehen habe. Ja, also ich Das war meine. dann so ein kleiner Dämpfer. Muss ich zugeben. Es hat mir wieder kurz mal so, dachte mir so, nee. Also wir wollen direkt bei der Auslosung starten, Ja, oder was was? willst du jetzt noch, was willst du noch erzählen? So Salzburg, wie ist es da so? Warst du Ja, schon mal in Salzburg? Salzburg war ich tatsächlich Ja, schon mal. ich Schöner auch. Flughafen, so schönes Alpenpanorama, herrlich. Bist schnell in München auch. Also für die süddeutschen Leute, die können da schnell mal Ja. vorbeikommen. Wobei Zuschauer ist ja dieses Jahr schwierig. Oder beziehungsweise jetzt auch Österreich hat jetzt ja hier. Ich glaube nicht, dass nee, da sind Nee, keine die Zuschauer, Lockdown ne? jetzt auch in Österreich. Nee, Ich ich dachte meine. vielleicht eher so wie bei der Dart EM, dass da quasi so ein paar hundert reinkommen, Das aber war ist noch Glück für die EM, dass es jetzt vor dem ja. Wochenende war, ne? Nee, aber es stimmt. Nee, wir können, wie gesagt, auch gerne direkt in die Auslosung gehen. Ich Ja. dachte, wir gucken uns nur mal kurz an, wie die Teams besetzt sind und was es für Machen spezielle wir gleich zusammen jetzt Fälle alles. gibt. Es Ja. gibt nämlich auch ein paar sehr kurzfristige Absagen, da kommen wir gleich dann drauf zu Genau. sprechen, warum unter anderem zum Beispiel das komplette Team Schottland eigentlich überhaupt ja, nicht da ist, wie man es erwartet hätte. Wegen zu alt. Wegen Wegen Alter. Alter, nein, Spaß. Aber ja, wir können es auch zusammen machen. Wir gehen so ein bisschen durch, wer die Teams sind, und dann können wir auch direkt beschreiben, gegen wen sie spielen. So. Also, Deutschland darf in der ersten Runde gegen Finnland. Unser guter Freund Marco Gantele. Guter Typ von mir, guter Freund. Wir schreiben regelmäßig auf Facebook. Der mit Soft Darts und Conversion Points spielt. Darf er? Ja, Nicht verboten. der wird zusammen, ja. Warum klingt es jetzt so negativ? Ist nicht Könnte. verboten, mit Software den Konvent zu spielen. Das hat keiner ihm verboten. Ich meine, steht Also, in den Regeln. jedem das Seine, sage ich auch nur, ja. Ich meine, sein Sein Kollege, kongenialer Partner, meinst du? der Vajo Vinica, wenn man das so richtig ausspricht, hoffe ich mal, hat Wie, wirklich richtige Steel-Darts im Gepäck oder ist es halt einfach so eine finnische Eigenheit, so dass man immer mit Conversion Points zum World Vielleicht Cup of Darts ist der fährt? Herr Kantele jetzt ja mittlerweile auch ein paar andere Dinger drauf, ein Vielleicht paar hat er andere ja nur, Schlappen ja, aufgezogen. vielleicht hat er ja nur einen Sponsor. Vielleicht ist er auch mal Dartpfeil. Vielleicht ist auch mal der Hardware, vielleicht sind Man meine weiß ja nicht. Kontakte da bespielen lassen. Ja. Spaß beiseite, aber Finnland ist ein Gegner, den man schlagen muss. Ja. Das sind Marco Kantele, der Der spielt auch ab und zu bei der WM mit. spielt ein Average von 60, Bei der WM hat er ein glaube Average von ich. 60 gespielt, hat er mich sehr, sehr enttäuscht. Ich habe
habe viel Geld bei Tipico gesetzt. Nein, Spaß, habe ich nicht, weil das wäre dumm. Aber nee, also Marco Cantelo, den kennt man vielleicht ein bisschen von der WM, von ein paar Turnieren. Der hat auch schon öfters jetzt beim World Cup of Darts mitgespielt. Es gibt ja auch von der PDC diese Nordic und Baltic Tour. Dort ist er auch regelmäßiger Stammgast und beziehungsweise auch Sieger und hat sich damit oft einen Startplatz bei den European Tour Events gesichert, weil meistens ja auch einer dort von dieser PDC Baltic und Nordic Tour kommt, ist damit mit Ramsa ist noch ein guter Spieler, ich glaube aus Lettland, mit Labanauskas aus Litauen, ist er aber schon so von da oben so eine Top 5 Spielern auf jeden Fall. Das kann man ihm lassen, das darf man ihm nicht streitig machen. Zurechnung. Richtig. Deswegen, den kann man kennen, den anderen Kollegen habe ich jetzt auch noch nie gehört, ganz ehrlich, ich wollte nicht drum rumreden. Ja. Unwichtiger Da haben sie halt, Nebencharakter. na, das ist halt so, naja, man darf nicht sagen, wie Deutschland vor 10 Jahren, da war das halt besser. Also jetzt keine Diskriminierung gegen irgendeinen Spieler, aber das sind halt auch Länder, die natürlich am Anfang von der Dartsportkarriere stehen. Aber gibt für den Finnen, vielleicht sind die in 10 Jahren eine riesen Darts-Nation oder in 20 Jahren. Man weiß nie. Aber wo wir uns beide festlegen, ist, es muss ein klarer Sieg her. Ein ganz klarer Sieg. Also wenn da ein Leck verloren wird, Dann gehst du nach Hause. sorry. Genau, in der ersten Runde ist es ja so, da wird ja gespielt ausschließlich in Doppelpartien. Ja, genau. Die erste Runde, die wird ausschließlich in Doppelpartien entschieden. Das ist immer ein bisschen das Gefährliche. Doppelpartien bedeutet immer abwechselnd quasi, ne? Da Also gibt es jetzt nur ein zu zweit auf der Bühne und 2 dann gegen ein. 2. Ja, genau. So, ab der zweiten Runde gibt es dann 2 Singles, wo dann zum Beispiel, keine Ahnung, dann hat man früher der Hopp gegen Barnefeld gespielt und der Schindler Genau. gegen Van Gerven. Dann hat jetzt der Van Gerven gewonnen und der Hopp gewonnen zum Beispiel ihre Spiele. Dann stand es 1-1 und dann gab es noch entscheidend ein Doppel im selben Format, Best of 7 Legs. Genau. Genau. Das erste, Die erste ersten. Runde ist aber Best of 9 Legs, das Doppel. Das ist ein bisschen länger. Aber wie gesagt, da kann es halt passieren. Ja, das ist nur ein Spiel. In einem Spiel kann alles passieren. Das ist eine Floskel, 5 Euro Phrasenschreien. Kling, kling, ching, ching. Ja gut, So. du 5 Legs musst du gewinnen, dann bist du durch. Wenn du Best of 9 spielst, ne? Ja, 5 to 5. Ja, First to 5. Ja. Genau, ja, und dann Das ist bist schon du. schnell. Das Ja, ist wie. da hat jeder einmal Anwurf so, mehr oder Gefühlt, weniger ja, dazu. zweimal, dreimal, Ja. dreimal. Aber ja, also wie ihr wisst, also da kann halt vieles passieren. Deswegen finde ich, die erste Runde ist immer sehr, sehr gefährlich. Nichtsdestotrotz muss ein Sieg her. Ja, da brauchen wir jetzt nicht drum rumreden, also. Schauen wir mal, wer in der ersten Runde noch so spielt jetzt. Genau. Oder wollen wir erst den deutschen Weg kurz mal Ne, wir machen? machen mal den deutschen Okay. Weg jetzt erst, genau, weil dann geht es erstmal in die zweite Runde. Wir gehen jetzt einmal davon Ja. aus, dass es ein klar eingebuchter Sieg Was wird. tippst du? Ja, also es muss eigentlich ein 5-1. Ich sag 5-2. Ein 5-2. Meinst du wirklich, Marco Und Candele Co. macht dann Tops aus? Man weiß es nie, aber ich sage ein 5-2. 5-2, ach. Ja, dann trifft der Hopp mal wieder nur 59, 58, 60. Clemens ist manchmal auch so 2-3, wo er mal hintereinander nichts trifft. Ja, So, dann noch ein paar also ist ja Double-Trouble. auch die erste Partie, ne? Erstmal ins Ja, Turnier und das reinkommen. ist. Leute, es ist was anderes, wenn man zu zweit spielt. Das haben wir auch schon mal gemacht. So, das ist schon ein bisschen anders. So, du zum Beispiel, du hast die ganze Zeit bist dran, obwohl du noch gar nicht dran bist. Ja. Standst da den Leuten schon in den Fersen eigentlich, weil du das nicht gewohnt bist, weil du eigentlich die ganze Zeit werfen willst und werfen willst. Und für die Profis ist das, glaube ich, noch viel, viel schlimmer. Aber ich gehe mal davon aus, dass sie trotzdem alle schon mal ein Doppel gespielt haben. Und ich gehe davon aus, dass sie unseren Blogartikel gelesen haben, weil da haben wir nämlich drei hervorragende Taktiken für ein perfektes Doppeldartspiel geschrieben. Ja. Und deswegen, ich glaube, die Finnen haben das auch gelesen und deswegen machen sie 2. Ah, okay. Gut. Also ich habe es ihnen zukommen lassen. Da Wir wusste ich ja nicht, dass sie gegen Deutschland spielen. Gut, wir gehen davon aus, sie ziehen weiter in die nächste Runde. In Die die zweite zweite, ja. Runde hast du ja schon eben schon gesagt, da gibt es dann erstmal jeweils zwei Singlespiele. Also quasi Normale. der Gaga gegen einen und der Hopp gegen einen. Und danach, wenn es dann unentschieden stehen sollte, wovon ich nicht ausgehe, gibt es dann nochmal ein Doppel am Ende. Interessant dazu ist, dass die Positionen selbst gesetzt werden können. Das ist wie ein bisschen beim Tennis, wenn ihr vielleicht schon mal auch Tennis gespielt habt, Mädenspiele gemacht habt. Das ist genauso. Da kann man auch die Positionen vorher selbst setzen, so ein bisschen, und dann ein bisschen drauf pokern, ob die Gegner ihren Besten an Positionen 3, 4, 5, 6 oder was auch immer stellen oder da vorne. Und so ist es beim Darts auch. Die können dann selbst überlegen, vorher zu zweit, Clemens und Hopp, wen sie an 1 und 2 setzen, was sie denken, wen der Gegner an 1 oder Position 2 setzt und dann gegen wen sie lieber spielen würden. Das ist so ein bisschen Pokerspiel. Holland hat es immer knalllos gemacht, von Germ auf die 1, von Barnefeld auf die 2. Die haben es aber nach der Rangliste gemacht, machen viele. Die Deutschen aber haben oft den Schindler auf die 1 gesetzt und Hopp auf die 2,
Das haben die auch teilweise gemacht, da haben die immer hin und her geswitcht. Das war aber öfters auch das Schild auf der 1 war. Erstmal das Kanonenfutter vorschicken. Richtig, erstmal schauen, was der so macht. Kanonenfutter vorschicken und dann mal schauen. Aber deswegen, es ist ganz gut so mit den Positionen, kann man so ein bisschen spielen, wer gegen wen spielt, können sie frei entscheiden. Ja. Aber warum sagst du jetzt, hoffentlich, oder wie wahrscheinlich brauchen wir da kein Doppel? Warum bist du ja so sicher in der zweiten Runde für die Deutschen? Gegen wen spielen wir überhaupt? Ja gut, das wollte ich danach eigentlich wieder bereinigen, weil dann ist mir eingefallen, dass wir gegen die Schweden spielen, Oder. gegen die Griechen. Ich gehe jetzt einfach davon aus, dass es die Schweden sind, warum auch immer. Kannst du kurz die Aber Besetzung angucken? genau, also die Schweden kommen wie jedes Jahr mit Ja. Nilsson und Larsson. Beste Männer. Die kennen wir ja, die Ja. zwei Wikinger. Und dann haben wir auf griechischer Seite John Mikael und Benjamin Simeonidis. Das wird auch John Michael, hat sich einfach nur eingebürgert. John Michael Ja, sagen wir John ist Michael. sein Künstlername. Ja. Eigentlich ist Ja, verrückt. also ich denke mal einfach mit Ja. ihrer langjährigen Erfahrung wird Daniel Larsson und Dennis Nilsson, die sollten das schon machen, die zwei Jungs Sind ja so. auch eigentlich gute Doppelspieler, wie man so gesehen hat in den letzten Jahren. Also die waren immer stark dabei. Die sind letztes Jahr oder letzten Jahre immer auch relativ weit gekommen. Also das heißt relativ weit, aber haben mindestens oft die erste Runde überstanden. Ja, Ja, das haben sie geschafft und als dann. umgesetztes Team. Ich meine, ihr kennt es beide selten im Fernsehen gesehen. Ab und zu spielt mal einer die WM und mal beim Major-Turnier mal reingeschnuppert oder bei European Tour auch. Aber sie sind natürlich nicht so in den Weltranglisten top platziert. Aber zusammen sind sie gefährlich. Ja. Deswegen, ich sage euch, Leute, passt mir auf die Schweden auf. Passt mir auf die Schweden auf. Deswegen, ich hab nämlich Angst, dass es nämlich nicht so deutlich wird in der zweiten Runde. Es gegen die Schweden. Also, ich sag mal so, wenn es wirklich ins totale Doppel geht, wenn, sage ich mal, der Hopp oder der Gagge einen von beiden ihr Spiel verlieren gegen den Larsson oder Nilsson. Wie heißen sie, Larsson und Nilsson? Lars und Nilsson, Ja, ne? genau. Im Doppel sind die Schweden nicht unbedingt schlechter als wir. Das sage ich dir, Alter. Die sind gut im Doppel gewesen letztes Mal. Immer nicht dazu geguckt hat, das war echt gut. Deswegen lasst uns es einfach nicht drauf ankommen Einfach auf direkt in die den, ja, beiden das Einzel. Ich glaube, das ist der einfachere habe Weg. ich ja gesagt, Ja. einfach in den 2-Einzel, 2-0 und dann ist die Sache Und die durch. Griechen kann man überhaupt nicht einschätzen. Vielleicht schaffen sie es auch gegen die Schweden sich durchzusetzen. Kann auch passieren. Dann ist aber gegen die Griechen von meiner Seite vielleicht da genauso ein Sieg. Ja, genau. Und dann schauen wir jetzt einfach mal weiter. Wir sind dann schon im Viertelfinale. Genau. Die Deutschen sind übrigens im untersten Viertel. Genau, also wenn ihr euch das mal selber irgendwo angucken wollt im freien Internet, dann seht ihr, dass Deutschland relativ weit unten ist in dem Viertel. Quasi nach der ersten und zweiten Runde würde es dann im Viertelfinale meiner Meinung nach heißen Niederlande. Also Es die gibt. Holländer müssen in der ersten Runde gegen Brasilien ran, das werden sie ja wohl hoffentlich schaffen mit Mike van Gerwen und Danny Noppert. Danny Noppert feiert hier auch ein Debüt. Debüt, glaube ich. Ja, ich glaube, er war jetzt Aber hätte vorher. nicht eigentlich das Swan spielen sollen und Danny Noppert hat jetzt ganz knapp, das war so eng, Danny Noppert, das Swan und Jermaine Wattimena letztes Jahr mitgespielt Ja, hat. Danny Noppert hat ja bei der Dart-EM wahrscheinlich auch nochmal gut Preisgeld eingespielt. Es Da kommt hat auch er. darauf an, was die vor 2 Jahren verloren haben. Das ist halt die Schwierige, was gerade da für ein Turnier war. Ich dachte die ganze Zeit, das war, kriegt seine Premiere an. Scheint hat Danny Noppert ihn nochmal abgefedert. Ich muss mal gerade schauen bei der aktuellen Order of Merit, wie es da gerade aussieht. Ich wusste auf jeden Fall, dass es sehr, sehr eng zuging um diesen zweiten Startplatz und dass man da schon seit ein paar Wochen drüber diskutiert hatte in der Dart-Szene. Und ich kann sagen, dass Danny Noppert sich jetzt auf die 21 vorgeschoben hat, mit Stand jetzt 210.000 Pfund Preisgeld. Dann 2 Plätze dahinter, Jeffrey de Swaan mit 202.000 Pfund. Also knapp dahinter, nicht viel. Und dann Wattimena auf Platz 25 mit 184 und dann auf Platz 26 Vincent van der Voort mit 168. Das heißt, es sind innerhalb von 6 Plätzen 4 Holländer. Ja, genau. Daniel Noppert hat sich nach vorne geschoben, doch noch. Das Ja. Debüt, denke ich. Weil vorher war es immer van Barneveld, letztes Jahr Wattimena und dann ist es dieses Jahr Danny Noppert. Genau. Krass, 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 krass. Ja. Mal gespannt, Van Gerben. Ich meine, mit Van Barneveld hatte er auch die letzten Jahre immer einen guten Mitstreiter. Jetzt mit Danny Noppert schon relativ unerfahren, noch relativ jungen. So stark und schätze ich die auch gerade nicht ein. Michael van Gerwen jetzt auch nicht unbedingt die brutale Dominanz. Da ist schon was drin für die Deutschen. Danny Noppert kann jeder mal schlagen und dann im Doppel ist alles drin so. Also, ich sehe da echt. Also trotzdem, also ich bin da. Vielleicht machen die Brasilianer direkt auch in der ersten Runde einen Sack zu. Mit Also, Diogo Jotalla? ja, genau. Den mag ich sehr gerne. Der spielt auch immer wieder bei der WM mit, ärgert sich immer sehr doll, wenn er rausfliegt. Also ist auch ein netter Junge. Ich weiß gar nicht, wie er zusammenspielt, aber er versucht sich ja immer weiter auf der Profibühne. Er spielt auch jedes Mal die Q-School mit. Schafft es aber auch nicht immer, aber ich verfolge ihn gerne auch bei der Q-School, weil es ein netter Bursche ist. Diego Portella.
Ja, das ist ein netter Bursche. Gegen, mit Bruno Rangel, wahrscheinlich spricht man das aus. Kennt genau, man nicht. Mit dem wird er zusammen starten. Kann dir jetzt nicht sagen, ob der das erste Mal dabei ist oder ob der also jedes Mal dabei war. Diogo Portella ist schon öfters dabei gewesen. Ja, Diogo Portella kenne ich, aber ich meine den Bruno. Der hat so ein breites Grinsen immer, der Diogo Portella, gell? Ja. Der ist immer so voll süß, ey. Ja. Okay. Aber genau, also in der Wahrscheinlichkeit, dass der, die Holländer einfach gegen Brasilien gewinnen, ja, geht es danach gegen entweder die Spanier oder die Italiener. Ich würde sagen, jetzt die Spanier werden es machen, wobei Cristo Reyes hat abgesagt, habe ich gerade die Eilmeldung bekommen. Das war doch auch mit Alcinas, zusammen mit Toni Alcinas, das kongeniale Duo, die auch seit Jahren zusammen gespielt haben, oder? Genau, genau, die waren eigentlich immer zusammen, jetzt ist dieses Jahr Jesus Noguera dabei. Und Toni. Genau, und Toni Alcinas natürlich, aber ja, da haben sie natürlich schon, also Cristo Reyes. So das war auch der Bessere eigentlich zum Teil, den, ne? Ja, der WM. Den hätte er schon gebraucht, glaube ich, an seiner Seite. Aber ich glaube, für die Italiener reicht's. Da spielen mich zwei Spiele mit, wo er noch nie was von gehört hat. Andrea Micheletti und Daniele Petri. Ja, keine Ahnung. Also Italien ist auch beim Darts nicht so krass, sieht man ja. Also da habe ich wirklich noch nie Großspieler vorne gesehen. Deswegen Italien ist für mich einer der schlechtesten auch hier vertretenen Nationen. Also jetzt... Genau, deswegen... Die Spanier... Wir gehen jetzt... Ich spiele auch gegen die Spanier, Digga. Ich sag, die Holländer gewinnen gegen die Brasilianer und dann gewinnen sie gegen die Spanier, aber ganz knapp. Ja. Und dann... Deutschland, das und dann, Duell. Und dann die Deutschen gegen die Holländer. Und das dann, ist geil, Digga. Das und ist... dann wird im letzten Leck wird entschieden, wer das Ding gewinnt. Und dann sind es die Deutschländer, wollte ich schon sagen. Dann der Gagger mit dem 170er-Finish. Dann sind es die Deutschen, Junge. Und dann... geht hier der Autokor so los, Alter. Zukunft alleine von mir aus, egal. Ich fahre mit meinem Roller in Berlin fahre ich hier über die Siegessäule, ey, ich sag's euch. Mit einem Roller, der ungefähr so eine tut. Genau. Aber dann, sagen wir mal, wir spinnen den Ball jetzt einfach mal weiter, geht's ins Halbfinale. Gut, da kann so. Jetzt natürlich schon sau viele Leute kommen. Jetzt müssen wir uns mal die andere Seite angucken. Und da sind jetzt zwei Underdogs dabei. Da hast du mir eben vor der Podcast-Episode schon gesagt, die schätzt du als relativ gefährlich ein. Aber warte mal, ganz kurz, weil jetzt haben wir ja hier oben noch richtig viele, die vielleicht auch beim Finale kommen können. Ja. Wollen wir mal sagen, erstmal, wen wir vielleicht jetzt als realistischen Gegner erstmal sehen würden, jetzt als der bei Deutschland, der wahrscheinlich warten wird im Halbfinale? Wales. Müssen wir ehrlich sagen, ja, Wales erstmal, genau. Oder? Gavin Price und hier unser Freund, das Frettchen, wie heißt der nochmal? Der Clayton. Johnny Clayton. Hat ja bei der EM, ja, Max Clemens oder Max Hopp, ich weiß gerade nicht, Hopp hat er rausgeschmissen. Bei der Dart-EM war es jetzt Hopp, ja. Ja, genau. Hat er. War auch im Finale, also mal ganz nebenbei. Halbfinale, gegen Peter White verloren. Meine ich ja, Halbfinale natürlich, ja. War gegen Peter White, oder gegen, ja, und Wade hat gegen Peterson gespielt. Ja, genau. Das weiß ich noch, ja, genau. So rum war es. Peter Wright hat gegen, genau, John Clayton. Ja, es ist, der ist schon lange dabei, auch mal Top-Ergebnisse, noch nie beim Major wirklich groß einen abgeräumt. So, kann da fehlt noch so der letzte. Spielen. Kann mega gut spielen, aber. Der letzte Kick noch. So ein bisschen Konstanz vielleicht manchmal, ja, auch. Aber ich sag dir, also der für mich sind die Waliser eigentlich dieses Jahr Top-Favorit. Ja, ja, für mich auch. Aber damit sie gegen Deutschland ins Halbfinale kommen, müssen sie erstmal die Südafrikaner und die Australier besiegen. Ja? Australier, Simon Whitlock. Und Dame Heater. Dame Heater. Kyle Anderson dieses Jahr nicht dabei. Kyle Anderson ist dieses Jahr nicht dabei. Nein, warum ist Kyle Anderson dieses Jahr nicht dabei? Ist wahrscheinlich von der Rangliste abgerutscht. Das müsste man mal kurz gucken. Wir machen mal erstmal nach Heater. Gucken mal, auf welcher Position der ist. Heater ist auf die 81. Nee, Kyle Anderson, der hat abgesagt bestimmt, oder? Wahrscheinlich hat er abgesagt. Aber also erstmal, Heater ist kein schlechter, obwohl er jetzt da so weit unten steht. Ist er nicht so schlecht, wie man das erwartet. Kyle Anderson ist auf der 52, also auch nicht so viel besser, aber schon noch ein bisschen besser. Aber es kann auch sein, dass das anhand seiner Corona-Infektion damals, nee, ich weiß nicht, woran es liegt, aber er war jetzt überhaupt nicht mehr in Europa. Also das heißt, es kann sein, dass der jetzt komplett die Saison schon aufgehört hat. Das könnte ich mir vorstellen. Ja, stimmt, da war doch irgendwas. Er war mit Corona infiziert relativ am Anfang und ich kann mir jetzt vorstellen, dass er da was gesagt hat, dass er das jetzt komplett... Nee, ich meine, da war doch auch irgendwas. Irgendwas habe ich da im Kopf, dass da irgendwas mit Kyle Anderson war. Ja, ja. Auf jeden Fall Damon Heater, 33 Jahre alt aus Perth. Ist noch ein relativ unbekannter Spieler, wie gesagt, auf Platz 104 der Weltrangliste. Ist aber schon auch... Nee, 81 ist er mittlerweile. Ach, mittlerweile 81, stimmt, genau, ist noch veraltet. Genau, 81. Ist aber seit 2008 bei der PDC dabei. Und
konnte die Brisbane Darts Masters gewinnen. Genau, das war ja eigentlich sein erster großer Erfolg. Und dadurch ist er auch sogar zu PDC-WM letztes Jahr gewesen. Ja. Also, ein Erfolg kann vieles verändern. Der ist gefährlich, Simon Whitlock ist immer stark. Deswegen für mich ungesetzt dieses Jahr, oft auch eine gesetzte Nation gewesen, Australien. Dieses Jahr ist ungesetzte Nation ein bisschen Underdog-mäßig unterwegs. Kann weit kommen, genauso wie Südafrika. Mit Devin Peterson. Das ist ja aktuell der Spieler des schlechthin. Aber da ist halt auch wieder so, der muss halt seinen Kollegen da erstmal durchs Turnier tragen. So. Aber das ist für mich der most, wie sagt man immer? Und sie dürfen... MEP, Most Improved Player. Ja, aber... Definitiv dieses Jahr. Aber ich meine, dann hast du halt Polen. Polen ist der erste Gegner von Südafrika in der ersten Runde. Da hast Ratajski. Du auch natürlich einen Ratajski, der auch wieder natürlich einen Gut Kollegen auch, ja. hat, der jetzt nicht sein Level spielt. Aber das wird dann das vielleicht so ein 1 gegen 1, ne? So mit Devin Peterson. Halt ja, klar, spielst du doppelt, kommt, aber. Dass da doppelt drauf kommt. Aber die Treiber im Spiel sind. Aber der Peterson zwei. Hat so aktuell so einen Lauf. Der hat gerade wirklich das Momentum auf seiner Seite. Der rasiert ja gerade alles weg. Gut, das hättest du vor ein paar Wochen auch noch über den Ratajski sagen können. Ja, Ratajski hat auch einen Lauf, aber Peterson ist dann, finde ich, nochmal, der ist jetzt schon im Halbfinale so oft gekommen, jetzt auch Major im Halbfinale, da war Ratajski so schnell auch noch nicht. Peterson spielt ja gefühlt seit einem halben Jahr, ist richtig gut da, seit diesem Jahr, mit seinen, hat er ein bisschen was umgestellt da und ja, echt richtig gut. Deswegen muss man schauen, wie stark der andere ist, aber allein, wenn die da einlaufen mit ihrer Waka-Waka-Musik, die werden da so eine Party machen, die Südafrikaner, auf die freue ich mich, auf das Spiel werde ich mir angucken, Südafrika-Polen ist für mich vielleicht das ausgeglichenste Spiel der ersten Runde. Ja, das könnte man schon sagen. Wobei, eins drüber. Ich meine, genau, die Irländer dürfen gegen die Australier ran, also die Vorjahresfinalisten. Zwei Geheimfavoriten und dieses Mal schickt schon einer raus. Genau, deswegen mal schauen. Und die spielen dann wiederum gegen Polen Südafrika. Das heißt, von meinen drei Geheimfavoriten ist nur noch einer übrig, so nach dem Motto. Deswegen... Ja. Und die Waliser und Schottländer werden wahrscheinlich auch in der zweiten Runde aufeinandertreffen. So, und deswegen lege ich mich jetzt einfach fest, die Waliser stehen im Halbfinale gegen Deutschland. Gervin Price gegen Gaga. Und dann fliegen wir raus. Und das Frettchen, der Clayton gegen Hopp. Ja. Und dann wird der Hopp seine Revanche feiern. Der Gaga wird mit einem überragenden Average Gervin Price von der Bühne brüllen. Ja, und dann stehen sie im Finale. Okay, du meinst... Es ist ja, das Spielmodus ist ja im Viertelfinale und im Halbfinale überall gleich noch. Best of Seven und dann ein Best of Seven Double, falls nötig. Genau. Genau, im Finale ist es aber so, da wird dann der Spielmodus umgestellt und da ist es sozusagen Die spielen erst zweimal bekreuzt. Einzeln, dann einmal Doppel. Nein, die spielen sozusagen vier Einzel und dann, wenn es unnötig ist, Doppel. Oder? Die spielen zweimal Einzel, dann spielen sie Doppel und dann spielen sie nochmal zweimal Einzel. Genau, irgendwie so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann kann es sein, dass nach dem Einzel, nach dem Doppel sozusagen 3-0 fertig ist, dann ist das Ding durch. Ja. Und wenn es nach dem Doppel zum Beispiel 2-1 steht, dann kommen die beiden Einzel, aber dann kann der erste Einzelsieger schon mal das Ding auf 3-1 holen und dann muss das fünfte, also das vierte Einzel gar nicht mehr gespielt werden. Das kann unter Umständen passieren. Stimmt, so rum war das. Genau. Letztes Jahr war es ein 3-1. Genau, von Gary Anderson und Peter Wright gegen Steve Lennon und William O'Connor. Das war es in Hamburg letztes Jahr, genau. Genau, das war in Hamburg. Und davor hat gewonnen Barnefeld van Gerven zweimal hintereinander gegen eben auch einmal schon Gervin Price im Finale mit Mark Webster damals zusammen, 2017. Ja. Deswegen, also... Das stimmt, da hat er mit Mark Webster vorher gespielt. Genau, da war Gervin Price noch der Schlechtere, sage ich mal. Jetzt ist Gervin Price natürlich der Bessere oder der besser Platzierte, sagt man ja immer. Ja. Ja, und gegen wen wir im Finale spielen? Gut, das kann jeder sein. Im Finale wahrscheinlich Belgien, England... Ja, England hätte ich jetzt gesagt, tatsächlich. England, Belgien, Nordirland, aber glaube ich nicht. England wahrscheinlich. Ja. Okay, aber da kann jetzt jeder kommen. Dann lass uns doch jetzt nochmal, wo wir mal geguckt haben, gegen wen Deutschland so spielen kann. Vielleicht nochmal schauen, wirklich jetzt nochmal kurz zusammenfassen, die Geheimfavoriten, wer die nochmal waren. Also wenn ich jetzt nochmal auf meine ungesetzte Spieler gehe, ist es für mich ganz klar gewesen, die Australier mit Simon Whitlock und Damon Heater, die auch oft gesetzt waren, als Gesetznationen waren. Ja. Dann darf man nicht vergessen, die Japaner mit Saigo Asada, Yuki Yamada, mal gucken, ja, ist jetzt auch nicht, könnte man mal ein Auge drauf werfen vielleicht. Wenn mir noch einfällt, spontan, jetzt nicht als Geheimfavorit, aber als interessantes Spiel, ist Kanada mit Jeff Smith und Matt Campbell. War nicht Jeff Smith, der Frau Barnefeld in Rente geschickt hat? Ich dachte, das wäre ein Ami gewesen. Das war ein Ami.
Okay, aber Jeff Smith hat auch irgendwas, kann auch ein Ami gewesen sein, das weiß ich jetzt nicht, aber Jeff Smith ist auf jeden Fall. Boah, den Cody Harris aus Neuseeland, den mag ich ja gar nicht, ne? Wenn der Oh, der wieder hat doch mal ein, einen ja, der hat rausgeschmissen. den Martin Schindler Sorry. damals besiegt. Jeff Smith mit Kanada, mit, das war ein anderer, stimmt. Er hat einen ähnlichen Namen. Aber die Kanadier so, die sind ja auch immer eine Darts-Nation eigentlich, ne? Mit Ja John Pardt. gut, die haben, ja natürlich, aber John Pardt war natürlich auch da, das Einhorn Ja, aus Kanada, aber also. trotzdem, John Pardt hat damals Kanada, ich glaube, auf die interne Weltrangliste von der Darts-WM ist immer Kanada immer auf Platz 3 oder 4, weil wegen ihm, weil er Ja. so viel da abgerissen hat. Ja, und was hat mir noch gesagt? Ja gut, und dein Tipp war natürlich, lag noch bei den Südafrikanern, ne? Steven Petersen. Genau. Aber der, nee, das ist mir zu schwach mit diesem Karl Gardner, Ja. glaube ich, der Zweite. Also, da würde ich dann eher die Schweden, glaube ich, als Ja, weil Geheimfavoriten noch er hat ein sehen. Problem mit der Einfach wegen der Allgemeinung. Konstanz. Was ist denn mit Portugal? José de Sousa aktuell auch sehr gut dabei. José Marques kennt man halt auch nicht. Hat auch wieder einen Schwachen daneben nebendran. Aber was wir jetzt vergessen haben ist, oder mal kurz zu den richtigen Favoriten, zu den Top-Favoriten, was würdest du da sagen? Es gibt hier insgesamt 8 gesetzte Nationen, die können wir vielleicht mal kurz vorlesen oder euch sagen, wer da überhaupt gesetzt ist. Genau, das sind die Engländer mit Michael Smith und Rob Cross. Die sind aktuell auf Platz 1 gesetzt, weil sie zusammen sozusagen die beste Weltranglistenposition haben im Schnitt, ne? Genau. Das ist ja logisch. Platz 2 für mich Top-Favorit. Genau, Gavin Price und Johnny Clayton. Genau, Da Platz 3. passt einfach die Mischung in meinen Augen. Ich meine, Michael Smith und Rob Cross, klar, die darf man jetzt auch nicht unter den Tisch Nee. kehren. Aber ich glaube trotzdem Absolut ein irgendwie. Top-Favorit-Fels. Ja, ich glaube trotzdem irgendwie, dass Gervin Price und Johnny Clayton da eine Nase vorne haben. Aber sie würden ja eh erst im Finale aufeinandertreffen. So, dann haben wir an Platz 3 die Niederlande mit Michael van Gerwen und Danny Noppert. Könnte auch ein Halbfinale sein gegen Wales, wenn sie die Deutschen Genau. rausschmeißen, wäre ein geiles Spiel. Davon, also Genau. mega. Dann Daryl Gurney und Brendan Dolan aus Nordirland sind auch jedes Jahr immer Immer zusammen. dieselben, gell? Kennen sich auch gut, glaube ich, schon so. Also. Auch oft weit gekommen. Darf ich unterschätzen in dem Genau, Turnier? gegen die Deutschen hatten sie einmal, glaube ich, das Nachsehen. Das Ja. war vor 2 Jahren Oder 3 Jahren, ich oder weiß 3 Jahren. Da ging so der berühmte Finger rum. Dann haben wir an Platz 5 die Belgier, Dimitri Vandenberg und Kim Heibrechts. Für mich auch schon so auf Platz 2, 3, 4. Die könnten Finale spielen. Die könnten auch die Engländer rausschmeißen im oberen Dings und dann im Finale gegen Wales. Zum Ist Beispiel. für mich sogar eigentlich auch einer meiner Top-Favoriten, bin ich ganz ehrlich. Wann war das? Ah, als ich in Frankfurt war, das müsste dann theoretisch doch vor 2 Jahren gewesen sein, glaube ich. Das war das vor 2 Jahren, als ich in Frankfurt war, als ich in der Halle war. Ja, genau. Und da war Vandenberg so überragend. Da ist Vandenberg sein Stern so richtig aufgegangen. Da ist er richtig auf der Bühne angekommen, war Publikumsliebling und dort, so mittlerweile ist er jetzt auch schon Major-Sieger, also mittlerweile ist er ein gestandener Profi. Damals war es so, es war auch so, wo sein Stern aufging. Es war auch ein Turnier, wo ihn alle gefeiert haben. Deswegen, gute Erinnerung. Belgien ist für mich das Finale gegen Wales. Sage ich jetzt. Gegen Wales, ich dachte gegen Deutschland. Ja, okay, gegen Deutschland natürlich. Deutschland gewinnt das Ding auch. Aber mal angenommen, ich ziehe jetzt meine Deutschlandbrille ab, ist Belgien gegen Wales mein Finale. Aber mit Deutschlandbrille ist es natürlich Belgien-Deutschland. Das Ja. wäre auch ein geiles Finale, Belgien-Deutschland, ey. Ja, auf jeden Fall. Da rafft zwar die halbe Welt nicht, welche Flagge zu wem gehört, weil es nicht raffen, weil es eine ja hochkant ist von uns gefühlt. Nicht ganz, aber ich weiß, Leute, haben viele Probleme. Und jetzt Platz 7. Genau, die Irländer halt mit William O'Connor und Steve Lennon. Auch Ewigkeiten schon das Doppel, oder? Was, seit ich mich erinnern kann, Iren auch immer gut, letztes Jahr bis ins Finale als Ungesetzte, meine Damen und Herren. Also. Ja, der William O'Connor, der spielt halt auch starke Darts, so. Aktuell auch öfters mal bei Ja. Major dabei, so. Hat sich doch verrechnet bei der WM so krass, oder? War das Ja. nicht gegen Gervin Price? Ich glaube, das war bei der Das war bei der WM, wo er sich so stark war bei verrechnet der hat. WM so stark. Ich weiß nur, bei einem. Ne, wo er sich verrechnet hat und Ja, deswegen genau, und raus das hat ihm ist. dann quasi den Sieg Ja, das gekostet. war, glaube ich, William O'Connor, müsste es gewesen sein bei der WM. Ich weiß es jetzt gerade auch nicht mehr. Ja, stimmt. Ja, mal gucken. Hoffentlich, Genau, hoffentlich. er hat aufs falsche Feld sozusagen bei der WM gegen Gavin Price gezielt. Das war ja das Ding. Ach, so aufs falsche Doppelfeld Ja, das meinte ich ja irgendwie genau. so, Und davon ja. hat dann, also, Er hat es gar das war das nicht. fünfte Leg des entscheidenden fünften Satzes sozusagen. Also, es war wirklich das war so spannend. Ich habe es live geguckt. Und dem hat nur 4 Punkte an dem gefehlt, dem O'Connor, um das Leg für sich zu entscheiden. Damit wäre er durch.
Und was hat er gemacht? Statt auf die Doppel 2 hat er halt versucht, die ganze Zeit die Doppel 1 zu treffen. Die Kamera hat doch überhaupt nichts gerafft, wo die Dinger hin sind. Man dachte, der wirft irgendwo hin. Und er hat's immer, hat es nicht wiederholt versucht? Also hat er es nicht mehr... Mit dem ersten Wurf hat er übers Board geworfen. Ja. Und mit dem zweiten Versuch trifft er direkt in die 1. Ja. Und damit hatte er 3 Punkte Rest. Und dann hat er gedacht, er denkt, dass er sozusagen bei einem... Nee, er dachte aber, er hat 1 Punkt Rest nur. Ja. Kann man nicht ausmachen. Und dann wirft er einfach aus Frust noch einfach in die 18 rein. Und hat sich dann nochmal überworfen. Und dann hat der Caller sozusagen no score einfach, also ganz normal, genau. Und dann ist er bei 4 Punkten einfach stehen geblieben. Und dann hat Ted Gavin Price am Ende das Deck zugemacht und mit 3-2 gewonnen. Und dann hat noch der Price gesagt damals, das weiß ich noch, da hat er gesagt, ja, er hatte Glück gehabt, ihm ist es sofort aufgefallen. Mhm. Aber er hatte gesagt, ich habe ihn natürlich nicht auf die Schulter geklopft und ihm das sagen wollen. Also dafür ist er Sportler durch und durch, dass er das nicht macht. Ja. Krass aber, gell, die Geschichte. Also, hätte damals auch gewinnen müssen, deswegen passt auf die Irren auf. Ja. Genau, so, dann haben wir die Österreicher, Menzo Suljovic und Roby Rodriguez. Mal gucken, weiß ich auch nicht so ganz genau. Genau, so, das sind die gesetzten Teams und dann haben wir noch ungesetzte Nationen. Da brauchen wir jetzt auch, glaube ich, nicht alle durchgehen. Da sind auch viele No-Names dabei. Wir können vielleicht mal auf unserer Meinung nach das schlechteste oder den niedrigsten Average beim Erstrundenspiel mal tippen. Also welches Spiel das niedrigste Average hat, weil ich habe da mir gerade einen rausgepickt. Und meiner Meinung nach könnte das zwei Spiele sein. Einmal Hongkong gegen China. Dann haben wir noch im Angebot, was auch nicht gut ist, Singapur gegen Ungarn. Nee, ich glaube, wobei wir bei Singapur doch unseren guten Freund haben. Ja, Paul Lim, aber ich glaube, die von Singapur ist nicht dabei. Was? Ich glaube, Singapur hat kurzfristig abgesagt. Oh. Hier, genau, weil Harid Lim konnte Corona-bedingt nicht anreisen, deswegen wurden die durch Portugal ersetzt. Oh, aber dann ist es ja, okay, Portugal-Ungarn ist ja mindestens genauso schlecht wahrscheinlich. Wenn die Portugiesen wahrscheinlich dann, die Portugiesen spielen mit Rossi de Sousa, wobei, stimmt, die haben das de Sousa, habe ich ganz vergessen. Yeah. Stimmt, der könnte den Average relativ hoch haben, aber trotzdem ist Portugal-Ungarn natürlich auch nicht so das Spektakel. Nee, aber Hongkong-China ist schon echt ein hartes Brot, das würde ich sagen. Ja, das werde ich mir vielleicht auch nicht geben. Doch, gerade deswegen gebe ich es mir ja. Aber Italien und Spanien weiß ich jetzt auch nicht. Die Spanier sind Toni Alcina ist klar, der da ein bisschen was machen kann, aber das ist schon, also Hongkong, China, was haben die Belgier für ein Losglück? Spielen erst gegen die Tschechen, die auch nicht keine guten Darts spielen und nicht so stark sind. Ja. Dann, wenn sie weiterkommen, spielen sie gegen Hongkong oder China in der zweiten Runde, ist ja fast wie ein Freilos. Ja. Und dann in der dritten Runde haben sie dann Dänemark, Neuseeland, Kanada oder Nordirland, was jetzt auch machbar ist alles für die. Ja. Ich meine, Neuseeland, Dänemark, die Belgier ist jetzt auch nicht so ein krasses. Die Belgier stehen so gut wie im Halbfinale. Und dann hauen sie die Engländer weg und sind schon, deswegen, ja. Die Belgier haben den besten Baum. Alles machbar. So, jetzt sprechen wir nochmal kurz über das Preisgeld. Ja, du willst über das Cash sprechen, das ist schon klar. Und dann sind wir soweit durch hier. Ja. Ich habe... gibt nicht viel. Ich habe eine Quelle, die sagt, dass das Preisgeld so ist wie letztes Jahr und eine Quelle, die sagt, es steht noch nicht ganz fest. Wir gehen jetzt aber mal von den 350.000 Pfund aus. Am Ende stimmt wahrscheinlich beides. Genau, also 350.000 Pfund bedeutet 35.000 jeweils für die Sieger. Also Gaga 35, Max Hopp 35. Klingt jetzt erstmal wenig, aber normalerweise ist beim Turnier immer, wo ne, zusammen 70 kriegen sie sozusagen, 70.000 genau. Zusammen, das ist dann schon ein bisschen mehr. Genau. Aber brutto und unversteuert, ne? Genau, und dann haben wir noch 20.000 jeweils für die Finalisten. In Pfund. Genau. Halbfinalisten jeweils 12.000 Pfund, Viertelfinalisten jeweils 8.000 Pfund, zweite Runde jeweils 4.000 Pfund, erste Runde jeweils 2.000 Pfund und das ergibt dann insgesamt 350.000 Pfund. Das heißt, die Jungs aus Hongkong und also, China, die gehen da schon mit 2.000 in den Taschen hoch. Ja, aber da kostet der Flug wahrscheinlich zu Corona-Zeiten mindestens mal genauso viel. Also da würde ich mich nicht wundern, wenn die miese dabei machen. Rechnung machen. Ja. Aber gut, es geht ja am Ende auch nur um den Spaß, ne? Aber für die gut. Jungs auf jeden Fall. Für die Jungs auf jeden Fall. Ja. Für manche nicht. Aber eine Sache, die wir vergessen haben, fällt mir gerade ein. Viele fragen sich jetzt, warum wir Schottland nicht zu den Top-Favoriten die ganze Zeit gezählt haben. Und was wir vorhin meinten, dass Gary Anderson und Dings zu alt sind. Ach so, stimmt, das haben wir gar nicht erzählt. Das haben wir jetzt gar nicht erzählt, Leute. Also Schottland zählen wir ebenfalls dieses Jahr nicht als Favorit, obwohl sie die letzten Jahre auch oft im Finale standen und das Ding gewonnen haben. Ja. Weil Gary Anderson und Peter Wright beide abgesagt haben, weil
Die Gründe sind, ich weiß nicht, ob sie jetzt offiziell so bekannt geworden sind, aber es ist klar, Gary Anderson reist aktuell zu keinen Turnieren außerhalb seines Landes. Genau. Also der UK wahrscheinlich, also nach England reist er schon, aber... Der verlässt die Insel nicht. Genau, sagen wir es mal so. Und Peter Wright ist jetzt auch schon 51 Jahre alt, habe ich, glaube ich. Ich glaube, er ist jetzt 51. Genau. Ja, also der denkt sich auch wahrscheinlich, dass er nicht jedes Turnier mitgeben muss. Und wenn jetzt schon Gary Anderson nicht dabei ist, denkt er sich, ja, sind die Chancen vielleicht auch ein bisschen weniger geworden. Es spielt kein Preisgeld in die Order of Merit. Ja. In Österreich ist jetzt auch Lockdown und so. Also die Zeiten ändern sich jetzt noch mal ein bisschen mit Corona. Es wird wieder härter, wie ihr das auch alle da draußen ja merkt. Die Fallzahlen steigen. Und ich glaube, auch von Peter Wright wird das der Grund sein, dass er sich dann lieber bei der Familie erholt und für die richtigen Preisgeldturniere kämpft. Und jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr das Festland bis Weihnachten verlässt. Ja, ich denke auch, dass der einfach sagt, so ganz ehrlich, es bockt mich jetzt auch nicht. Vor allem nach Salzburg kannst du vielleicht nicht mehr direkt fliegen, musst vielleicht nach München wahrscheinlich fliegen, umsteigen oder dann oder mit dem Auto und Zug weiter. Auch wenn Gavin Price eine geile Insta-Story letztens gemacht hat, wo er die ganze Zeit gesagt hat, so, er liebt deutsche Bahn. Es gibt nichts Geileres, als in dem deutschen ICE durch Deutschland zu fahren. Da ist er, glaube ich, von Riesa nach Dortmund gefahren oder so, also nach Düsseldorf. Ja. Da ist er irgendwie innerhalb von Deutschland rumgefahren. Und dann hat er noch eine nächste Story, hat er so einen Kaffee von der deutschen Bahn und hat gesagt, er liebt den Kaffee von der deutschen Bahn, weil das Ding ist ein Biest, hat er geschrieben, das haut ihn jedes Mal komplett ins Koma. Also, der meinte, jeder muss mal den Kaffee der deutschen Bahn ausprobieren, der soll geil sein, hat er gesagt. Also, Gavin Price ist ein riesen ICE-Fahrer, der wird wahrscheinlich auch von der Insel nach Salzburg fahren mit dem ICE, das bockt ihn gar nicht. Richtige Influencer für die deutsche Bahn. Das ist so. Da sollten sie Nico Rosberg mal abschminken. Ich glaube, der hat aber nicht getaggt. Nee, wahrscheinlich nicht. I love German trains, hat er geschrieben. I just love it. Okay, ich würde sagen, wir sind durch. Jetzt heißt es nur noch abwarten, beten und dann richtig abfeiern. Also wie gesagt, wenn ihr ein Autokorso so irgendwie so Samstag auf Sonntag, beziehungsweise Sonntag auf Montag durch Berlin fahren seht, so das bin dann vermutlich ich. Ja, jeden Tag gibt es ein Autokorso, weil jede Runde, wenn die weiterkommen. Ja, so gegen die Holländer, der große Sieg. Dann auf jeden Fall. Dann die Waliser. Der auch. Und dann das Finale, haben wir gesagt, sind es die Belgier. Das ist dann natürlich dann auch fein, ja. Dann halt genau. Geile Duelle, Holland-Belgien, Nachbarschaftsduelle, das ist ja Rivalität, die ist ja jedem, sollte jedem Deutschen bis in die Fingerspitzen geimpft sein. Genau. Und zum Ende natürlich, wo wir es übertragen, natürlich bei eurem Anbieter eures Vertrauens, The Zone. PDC TV überträgt es auch, aber natürlich dann mit Originalkommentator. Und die Elmar Polke mögen, die sollten mal auf The Zone einschalten. Genau. Deswegen, wir hören uns dann nächste Woche wieder. Wir werden nächste Woche dich, glaube ich, nochmal hier begrüßen dürfen, Lukas. Ich wüsste nicht, warum nicht. Genau, weil ich habe ja nochmal einen Interviewgast geplant, aber ich glaube, der kommt erst in zwei Wochen. Deswegen, würde ich sagen, abonniert unseren Podcast auf jeden Fall natürlich bei Spotify oder wo auch immer ihr ihn hört. Gebt uns auch gerne Feedback auf unsere Tipps für den World Cup of Darts. Und in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend. Good Darts, macht's gut. Ciao. Ciao.